Wie macht man DaVinci Resolve eigentlich schneller? Das hat sich bestimmt jeder schon mal gefragt, der einfach nur die normale DaVinci Resolve Version benutzt. Ich zeige dir heute meine Lieblingstricks, um DaVinci Resolve 16 schneller zu machen. Also, los geht's! Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle-Kanal. Hier geht es um Fotografie, Videografie und alles drumherum. Ich habe endlich meine Kamera wieder. Yeah, 2,5 Wochen hat es gedauert. Die war nämlich in Reparatur und jetzt geht es wieder richtig los mit Videos filmen und fotografieren. Bin super happy, dass ich die wieder habe. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie meine Lieblingstipps sind in DaVinci Resolve, um den ganzen Schnittprozess schneller zu machen, beziehungsweise um einfach das ganze Programm ein bisschen schneller zu machen. Es haben mich auch schon immer wieder mal Leute gefragt, wie das eigentlich ist mit der kostenlosen Version von DaVinci Resolve. Da ist es, glaube ich, so, dass jeder einfach schon mal so seine Probleme hatte, dass ab irgendeinem Punkt das Ganze ein bisschen langsam wird und man einfach Frames verliert, wenn man das Ganze abspielen will. Und wie ich das Ganze mache, um meine Videos flüssig abspielen zu können in der Timeline, das zeige ich euch heute. Denn es ist so, ich benutze tatsächlich auch die kostenlose Version von DaVinci Resolve. Ich hoffe, dass ich in nächster Zeit mal auf die Studio-Version upgraden kann. Ich finde es eigentlich ein sehr, sehr faires Angebot. Die kostet ja einmalig, ich glaube, 320 € oder so. Und das finde ich eigentlich sehr fair für die Software. Und deswegen will ich euch heute auf jeden Fall nochmal zeigen, wie man denn mit der kostenlosen Version von DaVinci Resolve einfach die Performance nochmal deutlich erhöhen kann. Und außerdem teste ich gerade was Neues. Ein neues Equipment, das ich hier für diesen Channel habe. Wer fleißig zuschaut oder meinem Kanal folgt, der weiß vielleicht, was es sein wird. Da oben auf der Kamera. Oh. Ihr könnt ja mal raten. Bevor es jetzt losgeht, würde ich euch noch bitten, wenn ihr in Zukunft mehr solcher Videos haben wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und macht die Glocke an, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video hochlade. Und wenn ihr mir einfach so noch ein bisschen folgen wollt und einfach so einen Blick hinter die Kulissen wollt, was ich halt sonst noch mache in meiner Fotografie und so weiter, dann schaut einfach mal vorbei auf meinem Instagram-Account. Auf dem bin ich zugegeben nicht so fixiert wie hier auf dem YouTube-Kanal, aber schaut einfach gerne mal vorbei, schreibt mir gerne DM, könnt ihr auch Sachen fragen und ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns auf Instagram auch sehen würden. Ich blende euch wahrscheinlich irgendwo hier mal mein Instagram-Handle ein. Jetzt geht's aber los. Ich habe heute 4 coole Tipps, wie du DaVinci Resolve im Playback schneller machen kannst. Wenn du also alle Tipps mitbekommen willst, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Coole Transition, oder? Wenn du dazu mehr wissen willst, schau dir gerne mein letztes Video an. Da habe ich nämlich ein paar coole Transitions für DaVinci Resolve Fusion vorgestellt. Jetzt aber zum Thema. Kommen wir mal zum Punkt Nummer 1, wie ich mein Playback in DaVinci Resolve schneller mache. Proxies. Die erste Möglichkeit, wie du ein bisschen mehr Performance aus DaVinci Resolve rauskitzeln kannst, ist die Verwendung von Proxies. Und zwar gehst du dafür hier oben auf Playback und wählst hier den Proxy Mode. Dann kannst du hier eine Option wählen. Standardmäßig steht es auf Off. Du kannst es aber auf Half oder Quarter Resolution stellen. Und was das Ganze macht, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar die Vorschaubilder, also die du hier in diesen zwei Monitoren hast, die werden dann einfach mit der halben oder der Viertel Auflösung von dem Originalmaterial dargestellt. Wenn du so wie ich, also 4K-Material verwendest zum Schneiden, oder hauptsächlich 4K-Material, dann kannst du das durchaus auch auf ein Quarter, also ein Viertel, runterstellen und bekommst immer noch eine ganz ordentliche Auflösung hier in diesem Bild. Das ist ja sowieso meistens eher klein und deswegen reicht einem das ja vollkommen aus, um eigentlich alles zu sehen im Schnitt. So, man sieht dann schon, dass das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen schlechter geworden ist von der Qualität, ist ja ganz klar. Aber reicht für die meisten zum Schneiden vollkommen aus und bringt natürlich ein bisschen Performance. Möglichkeit Nummer 2 ist Render Cache.
den Render-Cache ganz einfach verwenden, um schon mal Sachen vorzurendern, sodass DaVinci Resolve während dem Playback nicht irgendwelche Sachen berechnen muss. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwas geschnitten haben, wir nehmen jetzt mal an, dass das Ganze nicht vernünftig abspielt, dann kann ich mir den Render-Cache aktivieren. Dafür gehe ich als erstes mal in meine Einstellungen hier rechts unten. Im Tab Master Settings gibt es hier unten bei Optimized Media und Render Cache eine Option, die nennt sich hier Render Cache Format. Und hier werde ich auf einer Windows-Maschine irgendeinen DNxHR-Codec einstellen. Auf einer Apple-Maschine wird es wohl eher ein ProRes-Codec sein. Genau, da müsst ihr einfach mal ein bisschen im Internet euch schlau machen, was ihr dafür verwenden könnt. Für mich ist es so, für den Render-Cache, da kann man ruhig irgendwas nehmen, was jetzt nicht so ausgefallen ist. Also hier der DNxHR-SQ, das ist zum Beispiel Standardqualität und es reicht eigentlich für die Vorschau von 4K für mich durchaus aus. Das heißt, das wähle ich mir jetzt hier mal aus. Dann habe ich hier Render-Cache-Format DNxHR-SQ. Und dann werde ich noch hier bei Enable Background Caching After Seconds, werde ich hier eine Sekunde einstellen. Auch die zwei mittleren Haken werde ich noch setzen. Also der erste Haken ist einfach dafür da, damit, wenn ich das automatische Caching verwende, also DaVinci Resolve entscheiden lasse, wann es denn das Caching durchführen soll, für welche Clips, dann wird es automatisch eben nach einer Sekunde gemacht. Mit dem zweiten Haken hier kann ich einfach die Transitions, die ich hier links in der Toolbox habe, die Video Transitions, die kann ich dann auch automatisch berechnen lassen, ohne dass ich dafür was machen muss. Hier der letzte Haken, der ist standardmäßig auch gesetzt, Cache Fusion Effekt. Genau, das ist einfach so, dass Fusion Effekte da schon mal vorberechnet werden, weil die meistens sehr rechenintensiv sind. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich hier auf Save und dann muss ich noch hier oben bei Playback wieder reingehen. Und dann kann ich mir hier meinen Render-Cache entweder auf User oder auf Smart setzen. Wenn ich den auf User setze, dann muss ich mir hier meinen Clip, den ich jetzt vorher berechnen will, mit Rechtsklick markieren und gehe dann hier auf Render-Cache Color Output. So, und dann erscheint hier eine rote Linie oben. Und das bedeutet einfach, dass das Ganze noch nicht berechnet ist. Und wenn diese blaue Linie sich jetzt langsam durchzieht, dann bedeutet das einfach, dass DaVinci Resolve die Vorschaubilder dafür schon berechnet hat. Also für den blauen Bereich hat es quasi schon fertig gerechnet. So, das Ganze kann ich jetzt auch nochmal hier mit Rechtsklick, kann ich das Ganze für den Fusion Output auch machen. Der steht jetzt hier standardmäßig bei mir schon mal auf Auto. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Fusion-Effekte auf dem Clip mache und DaVinci Resolve merkt jetzt einfach, das ist mir von der Rechenleistung zu viel, um das einfach so darzustellen, dann wird es automatisch den Cache dafür berechnen, sodass du dann einfach diese Option nicht mehr setzen musst und DaVinci Resolve das dann einfach selber macht. Das gleiche können wir jetzt hier für das ganz normale Bild auch nochmal auswählen. Also das wäre die zweite Möglichkeit hier beim Render Cache. Einfach so nochmal erklärt, User ist quasi, du legst selber fest, was hier vorab berechnet werden soll. Bei Smart macht es DaVinci Resolve selber und erkennt quasi, wo viele Effekte und viel Grading und so weiter drauf liegen und berechnet das Ganze dann selber. Jetzt wäre nochmal eine super Gelegenheit, um einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen. Dann kommen wir jetzt als dritten Punkt zu meinem absoluten Lieblingspunkt, was die Performance-Steigerung in DaVinci Resolve angeht, und das ist Optimized Media. Um Optimized Media verwenden zu können, oder fangen wir mal so an, was ist Optimized Media? Optimized Media ist einfach eine Konvertierung von Videos in ein anderes Videoformat. Es ist so, es gibt verschiedene Videocodecs, die unterschiedlich performant sind. Typische Codecs, die man so im Alltag eben durch das Smartphone, durch Kameras und so weiter bekommt, das ist der H.264-Codec, der steckt eigentlich fast überall drin. Wenn man MP4-Video bekommt, dann ist meistens dieser Codec da drin integriert.
Es ist tendenziell so, dass diese Codecs nicht unbedingt die besten Codecs sind zum Videoschneiden und deswegen bietet DaVinci Resolve auch in der kostenlosen Version eine Möglichkeit, wie wir da viel, viel mehr Performance rausholen können und das ist durch Optimized Media. Ich kann mir also ein Video, das in dem MP4-Format mit dem Codec H264 zum Beispiel vorliegt, das kann ich mir dann konvertieren in etwas, das einfach deutlich besser und performanter zum Videoschneiden ist. Und auch hier ist wieder zum Beispiel der DNxHR-Codec oder der ProRes-Codec eine sehr gute Wahl. Um das Ganze jetzt mal durchzuführen, gehe ich auch hier wieder in die Einstellungen, also auf das Zahnrad. Und hier gehe ich dann auch wieder in den Bereich Optimized Media und Render Cache. Und dann beschäftigen wir uns mit den ersten zwei Reitern. Die zwei sind für Optimized Media verantwortlich. Ich kann mir hier auswählen, welche Auflösung ich dafür verwenden will. Also auch hier kann ich zum Beispiel wieder ein bisschen Rechenleistung sparen, indem ich sage, okay, ich nehme jetzt hier für Optimized Media nur die halbe Qualität. Also in den Pixelabmessungen ist es dann einfach nur noch die Hälfte. Und dann kann ich mir hier noch mein Format festlegen, welches ich dafür verwenden will. Und hier nehme ich standardmäßig auch immer das SQ, weil ich einfach gesehen habe, für mehr, also mehr brauche ich gar nicht unbedingt. So. Und dann muss ich auf jeden Fall hier oben auch wieder in den Playback-Reiter gehen und den Haken bei Use Optimized Media if available setzen. So, das heißt, der ist jetzt hier drin. Und was ich dann noch machen muss, ich habe bisher nur die Einstellungen getroffen, welches Format soll er verwenden und soll er es denn verwenden, wenn es vorliegt. Und jetzt müssen wir ihm noch sagen, dass er das für den Clip jetzt hier anwenden soll. Und deswegen gehe ich hier mit einem Rechtsklick drauf und wähle Generate Optimized Media aus. Das dauert dann ganz kurz. Man sieht hier eine Fortschrittsleiste, wie er eben gerade das Video berechnet. Und wenn das dann erfolgt ist, dann habe ich jetzt hier das Ganze einfach in optimiertes Format umgewandelt, mit dem ich dann wirklich alles machen kann. Und das ist wirklich dann, ja, ohne Probleme darstellbar. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass dieses die Optimized Media Geschichte einfach wirklich am meisten so in der alltäglichen Anwendung bringt. Ich gehe mittlerweile teilweise so weit, wenn ich genug Speicherplatz auf der Festplatte habe, dass ich einfach alle meine Videos, die ich in dem Projekt verwenden werde, vorher mir hier oben in dem Masterpool einfach markiere und da schon mal vorab die Optimized Media Sachen generieren lasse. Das kommt dann aber darauf an, wie viel, ja, wie viel Speicherplatz man tatsächlich auf der Festplatte zur Verfügung hat, weil das Ganze wird sehr groß von den Dateien und genau, das kommt dann eben ein bisschen auf euren Speicherplatz drauf an. Ja, aber ist auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit. Wenn man das dann einfach mal macht, bevor man sein Projekt schneidet, das heißt, ich wähle mir alle aus, lasse die vorab berechnen, dann kann der ja ruhig mal eine halbe Stunde oder eine Stunde das für alles, vorab alles berechnen und ich komme dann einfach wieder und kann einfach sehr flüssig schneiden. Das ist wirklich eine super, super coole Sache. Tipp Nummer 4, der coole Button. Okay, das ist wirklich eine coole Sache, wie ich finde. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier irgendeinen Clip, da haben wir jetzt Farbbearbeitung drauf, wir haben ein bisschen was in Fusion gemacht. Das kann ja relativ schnell passieren. Und dann ist es so, dass das Ding anfängt zu stottern. Das heißt, das Playback läuft nicht mehr ganz flüssig. Was können wir an der Stelle machen? Es gibt eine sehr coole und super einfache Lösung, was wir da jetzt machen können. Also wir nehmen mal den Clip, Equipment. spielen den ab und Ein No. ja, das läuft nicht vernünftig. Wenn wir jetzt aber gar nicht unbedingt diese ganzen Effekte und so in der Einstellung brauchen, das heißt, wir wollen jetzt nur zum Beispiel eine Kleinigkeit am Schnitt ändern oder so, dann haben wir die Möglichkeit hier oben, hier auf diesen kleinen Button zu klicken. Und der wird dann einfach alle Anpassungen, die im Color Grading und in Fusion gemacht wurden, einfach beipassen. Das heißt, die werden jetzt nicht mehr angewendet.
Das Ganze kann ich dann mit einem Rechtsklick darauf auch anpassen. Und zwar kann ich sagen, ob ich nur Color oder nur Fusion ausblenden will. Aber für mich ist es eine sehr coole Möglichkeit, wie ich einfach schnell mein Playback wieder vernünftig hinbekomme, wenn ich da mal Probleme habe. Und ganz zum Schluss kommt noch ein fünfter Tipp, nämlich ein Bonustipp jetzt von mir. Und zwar bei all diesen Sachen, also wenn wir Cache und Optimized Media und so verwenden, dann lohnt sich immer noch hier mal aufs Zahnrad zu gehen und sich hier diese Working Folders anzuschauen. Genau, nämlich hier Cache Files Location. Das ist hier ein wichtiger Punkt. Ich würde hier, das ist quasi der Pfad, auf dem DaVinci Resolve die ganzen Cache-Clips und Optimized Media und so hinterlegt. Und an der Stelle würde ich auf jeden Fall eine sehr schnelle Festplatte verwenden, beziehungsweise Festplatte an sich, also eine HDD würde ich gar nicht mehr verwenden für Videoschnitt. Auf jeden Fall eine normale SATA-SSD oder wenn es bei dir einfach möglich ist und du dir das Ganze leisten willst, dann würde ich da eine NVMe-SSD verwenden. Das heißt, es sind diese kleinen, die man direkt aufs Mainboard steckt und da hast du nämlich dann wirklich sehr hohe Datentransferraten und dann funktioniert das Ganze auch perfekt und am besten. Super Tipps, oder? Wie fandest du die Tipps? Kanntest du die schon oder war da jetzt was Neues für dich dabei? Hat dir das Video was gebracht oder nicht? Schreib es mir einfach mal unten in die Videokommentare. Natürlich würde mich auch noch interessieren, ob du irgendwelche Möglichkeiten gefunden hast, wie man DaVinci Resolve schneller machen kann. Ja, genau. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast wieder einiges mitnehmen können. Wenn das so ist, lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere auch gerne meinen Kanal. Und es würde mich auch super freuen, wenn du mal bei meinem Instagram vorbeischaust. Ich verlinke dir das nochmal hier oben. Da können wir uns auch einfach noch ein bisschen austauschen. Einfach mal eine DM schreiben, wenn du da Bock drauf hast. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Nächste Woche hoffentlich. Und da gibt es was sehr Cooles. Ja. Ich gucke mit Absicht nicht dahin, sondern dahin. Ich freue mich schon auf das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.